einmal gerade Lenkrad und jetzt. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur Fortsetzung des Rennleiter-Vlogs. Endlich Teil 2, ihr habt alle drauf gewartet. Und ich schnack gar nicht lange, wir steigen sofort ein. Da stehen sie, meine Fans. Guten Morgen. Oha, was ist hier los? Na, Timmy? Oh, guck mal erstmal da rein. Ja, danke. Ein bisschen früh heute. Oh, das macht nichts. Grüß dich, Rosa. Moin. Hi. Hi. Hallöchen, moin. Moin. Ja, muss ja mal neue moin. Videos produzieren. Moin, Max. Ja. Na, ihr? Wir sind ja schon drei Gruppen, oder was? Hi. Na, hi. Moin. Moin. Ich bin ja gespannt heute, wie wir das unterkriegen. Wie lange fahrt ihr denn? Bis 14.30 Uhr? Oder? Nach 15 Uhr sind wir eigentlich dann erst durch nachher. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt drei Gruppen sind, kann es sogar ein bisschen nach 15 Uhr noch werden. Müssen wir mal schauen. Ja. Ich befürchte, dass es drei Gruppen werden, oder? Wenn wir Pech haben. Ja, da müssen wir uns aber ranhalten. Dürfen wir Sport nicht so lange überziehen. Ja, ich frage jetzt erstmal, wer was für ein Kart fährt. So, ich sehe ganz viele neue Gesichter heute. So, erstmal Hand hoch, wer fährt alles Evo? Warte mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evos. Alter Falter, neuer Rekord. Okay, wer fährt alles P2? 1, 2. Oh, sehr gut. Dann haben wir schon mal eine Truppe, sehr gut. So, wer ist alles neu dabei oder fährt Kinderkart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sieht nach zwei Gruppen aus, wa? Ja. Ja, ist doch gut. Nein. Du wolltest drei Gruppen machen, oder was? Ja, das ist eine Gruppe. Alle zusammen. Ja, genau, genau. Wenn du uns noch ein paar Kinderkarten kaufst, dann können wir das machen. Ja, okay, dann nicht. Ja, dann nicht. So, dann stellen wir uns hier alle einmal an die Linie. Und dann übergebe ich an den Dustin heute mal. Der ein oder andere kennt ihn ja vielleicht schon. Ja. Und wir rennen in die Richtung. Hey. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Mir ist gerade das Ohr abgefallen. Aber wir haben tatsächlich ganz viel Glück. Wir haben genau 10 Kinderkarts und wir haben 9 Evos und 2 P2. Okay, also 4 P2. Dann machen wir einmal in der Evo-Truppe und einmal in der Kinderkart-Truppe, ne? Ne, okay, dann bereite ich das so vor, ne? Jo. Genau, gehen wir an die Arbeit. Und zwar wird wie jeden Morgen Luftdruck gemessen. Und das bei uns immer haargenau und bei allen Karts gleich. Und dann natürlich die ganzen Kinderkarts holen, die wir brauchen. Ja, auch bei denen muss nochmal Luftdruck gemacht werden. Die haben anderen Luftdruck. Werden die aufgebockt, damit man sie gleich leichter starten kann. Einmal die Hinterachse entlasten. Und dann baue ich jetzt hier von den Alphas die Transponder ab, weil wir die jetzt an die Kinderkarts machen müssen. Sonst sehen die Kinder keine Zeiten von sich. So, und von der Freifläche muss ich die P2s noch holen. Das sind Karts, die zwischen den 9 PS-Karts und zwischen den Kinderkarts liegen. Benutzen wir nur für die Kinderkartschule. Genau, und bei der Kinderkartschule an diesem Tag hatten wir Flaggenkunde, und zwar die Flaggen, die es natürlich im Rennsport gibt. Hier seht ihr sie ganz kurz. Rote Flagge für Rennabbruch, gelbe Flagge bzw. Gelblichter bei uns für Vorsicht auf der Strecke bzw. Gefahr auf der Strecke.
ne, Überholverbot und so. Hier steht auch nochmal drauf, damit ich weiß, was wir da alles machen. Ein bisschen kurz immer noch, ne? Aber hast schon ein Kissen drin, ne? Geht das für dich, ja? Sicher? Ja. Okay. Bist du bisher immer so gefahren? Ja. Ja? Okay. Na, alles klar bei dir? Ja. Ja, perfekt. Na, du Raser? Ja. Ne? Du hast noch eine Sitzverstellung, also wenn du noch einen Tick weiter nach vorne willst, kannst du das noch einstellen. Ja. Ja. Also ich ziehst hier den Hebel und dann musst du einmal irgendwie mal ein bisschen ruppen. Ja. Ja. Oh. Also, wenn die Ampel gleich auf grün geht, fahrt ihr drei hier zuerst los, dann ausnahmsweise ihr beide und dann Nummer 7, 6 und so weiter. Hast du den anderen das auch gleich mit erklärt? Ja, dann lass mal die Auswertung gleich hier unten direkt machen mit denen. Ja. Aber dann können wir mal zusammen hier das machen. Weil 10 Kindergarten ist, glaube ich, übel alleine. Genau, die Flaggen, die es natürlich noch gibt, sind die schwarze Flagge. Ihr kennt es, das ist meine Lieblingsflagge. Die kriegt man, wenn man was falsch gemacht hat. Blaue Flagge haben wir an dem Tag natürlich auch gelehrt. Das ist schnellere Vorbeilassen. Er ist 6 Minuten um? Hört sich schon viel länger an. Kann er sonst noch die Tür aufgehen? Er sieht ja fast gar nichts mehr. Er denkt vielleicht, es ist neblig hier in der Halle. Ja. Nochmal gelb. Bei gelb? Ja. Direkt vorne. Aber war sofort allzu gelb angemalt oder war es schon ein bisschen gelb? War schon ein bisschen. Kurz vorher ausgemalt. Ja. Dann musst du ihm schwarz gehen. Ja. Bist du ganz sicher, ja? Ja. Ja, auf Minimax halte ich natürlich große Stücke, deswegen ärgert es mich bei ihm am meisten. Aber wenn er das Video sieht, weiß er ganz genau, er muss einfach nur ruhiger werden. Dann passieren die Fehler auch nicht mehr. So, Motoren alle aus! Erstmal die Motoren aus. Oh, dann dürft ihr aussteigen. So, die Helme könnt ihr alle in den Karts liegen lassen. Und dann bleibt man noch mal hier unten kurz, machen wir hier die Auswertung. Den Helm kannst du ins Kart legen. Aber ich habe gesagt, ins Kart legen. So, auf jeden Fall, Jungs, noch mal zuhören. Was mir noch mal auffällt, immer wenn ihr hier an der Haltelinie halten wollt, ne? Ihr könnt selbstständig weiterfahren. Also wir nicken nicht mehr so wie früher. Ja? Also weil dann steht er da noch 10 Minuten oder so. Muss ja nicht sein. Ne? Und ihr müsst nicht wirklich haargenau an dieser gelben Linie da halten. Es geht auch so ein Stück davor. Stellt euch immer vor, diese gelbe Linie ist euer Knöchel. Und wenn ihr da schon einen Millimeter drüber seid, tut das trotzdem weh. Ja? Deswegen, also waren zwei dabei, die gelbe Linie ein bisschen überfahren haben. Ja, das gibt es sogar zu. Sehr schön. Gut. Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Soweit erstmal nicht. Alle haben die Hand gehoben, mal die eine schwarze Flagge behalten. Ne? Ja. Ein bisschen unnötig, ne? Ja. Du darfst ja auch aussuchen, wie viele Liegestütze du machen möchtest. Ich hab schon 10 gesagt. 10? Ja. Ja. Strafe muss sein. Ja, dann gehen schon mal alle hoch, außer Max. 7, 8, 9. Ja. Sehr gut. Hast du fein gemacht? Das ist schön. Hast du mal nicht die Haltelinie überfahren? Mal? Nee. Krieg jetzt noch hier Stempel? Luftdruck musst du noch machen. Ja, mach gleich. Ja, bau erstmal an. Drück du mal die Bremse. Ja. Ja, das ist alt. Warte mal, Füße weg. So, drück mal jetzt die Bremse. Nochmal, viel besser, bist du groß. Bist du zum ersten Mal heute hier? Ja. Ja? Okay. So, genau. Drück mal jetzt die Bremse. Nee, die Bremse. Genau. Und jetzt gib mal Gas. Und jetzt die Bremse drücken.
Und jetzt wieder Gas geben. Genau. Wenn du Gas gibst, musst du komplett von der Bremse runter und andersrum auch, ne? Und mach nochmal, Gas geben. Bremsen. Und Gas geben. Perfekt. Genau so geht's. Ja? Wenn dir das zu schnell wird, kannst du immer wieder vom Gas runtergehen. Ne? Du wirst nicht gezwungen, die ganze Zeit durchzudrücken. Okay? Also, wenn die Ampel auf grün geht, fährt die Reihe jetzt zuerst los und dann erst die. Jetzt lenk mal ganz scharf rechts ein. Genau, genau. Jetzt gib mal langsam Gas. Na, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Guck mal, perfekt, sehr gut. Vorsicht! So, jetzt lassen wir die erstmal vorbei. Und jetzt kannst du rumfahren. Ärgerlich. Ja. Vor allem, es war jetzt schon sehr lang gelber, ne? So, wir gehen direkt über in die nächste Mission und das war was ganz Besonderes, denn da traf sich zu einem Rennen die halbe Tuning-Community aus Norddeutschland. Ja, und worin das geendet hat, sehen wir jetzt. So, die Startfahrer können sonst schon mal runterkommen. Ich hab auch schon mal ein Benneres geholt. Oh, könnt ihr auch schon, wenn Helm zu ist? Ich würde euch empfehlen, wirklich alles aus den Hosentaschen rauszuräumen. Das fliegt alles auf die Strecke raus. Oh, könnt euch schon mal ein... Nee, da ist kein Schild dran. Genau, das ist Chassis 4, du nimmst das Kart Nummer 4. Das sind die Reserve-Karts hier. So, die Startfahrer einmal zu mir nach unten. Ja, ja. Ihr könnt dann nachher nochmal wieder hochgehen in der Pause, ne? Top Gun gefällt mir schon mal. So, den Helm auf und dann könnt ihr euch schon mal in die Kart setzen. Also wenn du von der Strecke aus fotografieren willst. Ja, aber wirklich Steffi Quatsch. Der meinte Boxengasse ja. Da lang ja. Genau. Da hinten so ganz dein Stück noch. Genau. Weil würdest du rübergehen auf die Freifläche, müsstest du da eine Dreiviertelstunde bleiben. Ja, das weiß ich. Ja? Vor dem Start müsstest du ja fast nach da hinten. Da kommt genau. Aber da weg. Knallt da er mal. Kommt er aber weg. Wir müssen unbedingt. Ja, da, wenn alle vorbeigefahren sind, muss er da schnell wieder weg. Nee, der kann ja nach hinten raus zur Hallenbahn und dann hinten lang gehen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon geklärt. Da hin willst du zum Start, ich gehe da auch hin. Ja. Kriegen wir alles geklärt. Also die 5 fehlt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Die 11 ist da. Fehlt nur noch die 5. Das bist du dann wahrscheinlich, ne? Ich bin die 11. Die 11? Ja. Da setzt sich aber gleich ein anderer rein. Nee. Pass auf. So, welches Kart hast du gelost? Warum sitzt du in der 11? Ach so. Ich wusste ja nicht, dass Team 5 gleich K5 ist. Doch, doch. Genau hinter dir. Ja. Kommst du mit runter? Mhm. Alles klar. Wie machen wir das? Die dürfen wir jetzt nicht einfach hier reinlaufen, oder doch? Doch, geht nicht rein. Alles klar. Ich achte dann nur drauf, dass sie nicht in der Box rumlaufen. Ja, Motoren an und starten. Jawohl. So, wenn die Ampel gleich auf grün schaltet, fährt die Reihe hier zuerst los und dann diese Reihe. Oh, dann viel Spaß, ne? Zeig die nach Viertelstunde an. Hä? Nach einer Viertelstunde, zeig die an. Den tauschen? Eigentlich nicht, nee. Das könnt ihr selber einfach tauschen. Du kannst das aber so anzeigen. Ich weiß nicht, wer deine Teamkollegen sind. Keine Ahnung. Ja? Sieht allgemein besser aus, als ich befürchtet habe. Ja. Aber wir haben auch noch nicht alle Fahrer gesehen.
Vielleicht haben sie jetzt die Besten zuerst rausgeschickt. Wahrscheinlich. Ja, voll, Marcello fährt noch nicht. Die sollen immer drücken jetzt. Ja, ja, hat der Eiko gesagt. Hier raufdrücken. Also hier auf den Wechsel. Genau. Dann fährst du bis zur Mitte vor und dann steigst du nach links aus. So. Und wenn es perfekt läuft, hast du schon jemanden, der da steht. Ja? So, dann einmal aufpassen, einmal den Bumper drücken, ja, darauf drücken. Genau. Und dann hierher fahren. So. Dann aufsteigen. So, beim Rausfahren nochmal den Buzzer drücken. Kannst du auch nochmal üben, wenn du rausfährst, nochmal den Buzzer zu drücken. Kannst schon drücken. Den auf jeden Fall noch mal zeigen müssen, wie das richtig geht. Und es würde ja schon reichen, wenn wir mal ansagen, vom Vorteil wäre, es drückt jemand der Buzzer und wenn ihr Profis seid, steht sogar schon ein anderer Fahrer da. Ja. Oh, Impact! Warte, geht schneller. Auf jeden Fall Bein drin lassen. Weiter. Ich sehe uns nachher schon permanent tanken und Kraftwechsel machen, weil die ja so lange brauchen. Ja. Weißt du, steht ja kein Mann da und Eiko kann ja erst wieder, wenn die raus sind. Gelb! Ihr könnt euch übrigens auch immer schon hier schon bereit hinstellen. Achso, dass ihr direkt euch hier schon hinstellen könnt, so, zwischen okay, den beiden Reifenstapeln. Ja, weil rein theoretisch habt ihr ja eigentlich nur 15 Sekunden Zeit. Ja. Den Bumper drücken. Du musst immer den Buzzer drücken, wenn du reinkommst. Ja. So. Und beim Rausfahren natürlich auch nochmal drücken. Nur nach rechts und gib mal Gas. Crazy. Ich will mal einen richtigen Wechsel jetzt sehen. Einen Buzzer drücken, 15 Sekunden Zeit, dann drückst du wieder und dann ab geht er. Hat noch keiner geschafft. Ja, er drückt da und wenn du rausfährst, musst du da bei genau 0 wieder drücken. Hier einmal drauf drücken. Jawohl, dann in die Mitte fahren, ihn einsteigen lassen. Ach, das bist nicht du? Dann natürlich nicht. Ja, ich weiß. Steig immer nach links aus, bitte. Ja, dann auf jeden Fall die Box wieder verlassen. Die Box direkt wieder verlassen. Er wartet da seit 10 Minuten, jetzt hat er auf die Uhr geguckt. Ach, jetzt auch egal. Machen Schutz und Quali da vorne auf, damit sie auf der Geraden anzeigen können. Ich sag das gleich nochmal an. Ja. Ja, und sollen wir denn nochmal zeigen, wie das richtig abläuft? Ja, ja. Die müssen eigentlich nur wissen, im Optimalfall, dass da jemand stehen sollte. Ja, Dustin und ich sind dann danach nochmal zur Vorführungszwecken jeweils ein, zwei Runden gefahren, um dann zu zeigen, wie das aussehen muss, indem man in die Box kommt, an der Haltelinie halten, den Buzzer drücken, Fahrerwechsel machen und dann wieder rausfahren, Buzzer drücken und das innerhalb von 15 Sekunden. Und hat danach tatsächlich auch geklappt, alles bei allen. Noch sitzen bleiben?
So, jetzt dürft ihr aussteigen. Jetzt zügig die Cars tanken. Ja, ja. Denkt man wirklich ganz voll? Die müssen ganz voll jetzt, ja. Tank ist voll. Ja. Die Tank immer voll. Wir auch schon dabei und hier sehen wir jetzt eine Kasse. Kommen hier mit Kamera. Naja, sicher. Also da, wo getankt wird, noch nicht einsteigen. Habt ihr gekleckert? Ja, hier zum Beispiel. Voll. Ja, ja, genau. Also die Kanister spritzen wirklich, hast recht. Ja, das sind die sogenannten Spritzkanister. Die kann man kaufen. Start ist übel. Macht aber auch am meisten Spaß. Nee. Ich weiß nicht, was sollst du jetzt mit den Zahlen nochmal machen? Also ich werde nachher den Fahrern, die jetzt nach denen dran sind, werde ich da vorne anzeigen, jetzt hier. Da, wo die reinkommen oder ja, was? Da, wo die reinkommen. Welchen anzeigen, Grad 6 kommt jetzt rein. Die müssen sich dann hier. Also wem zeigst du das, dem Fahrer? Ja. Und wenn ich das hochreite, dürfen die in die Box reingehen. Bevor jetzt alle schon hier vorne stehen. Ja, aber wenn du denen das da anzeigst, müssen die dann noch eine Runde fahren oder kommen die direkt rein schon? Das gilt für die Fahrer, die jetzt reinspringen. Ah, und das zeigst du nur hoch oder was? Oder wie? Ich zeig das hoch. Heiko sagt, dass alle dann da stehen. Ja. Ich zeig's einfach nur hoch, bevor ich dann wieder schreien muss, weil es dann so ähnlich. Ja. Dann sehen sie das wirklich. Aber müssen wir die alle hier vorne dann hinholen oder was? Und dann stehst du hier und zeigst 6 hoch zum Beispiel. Ich denk, ja. Ah, das klingt dann auch logisch. Ja, weil wenn ich da jetzt schrei Kart 1, hören sie es nicht, wenn hier Karts vorbeifahren, ne, dann. Ja. Startfahrer einmal hier rüberkommen, bitte. Oh, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alle da. Hm? Dann hat er jetzt erwarten. Hm? Ist das ein Startfahrer? Ja. Muss er schon bleiben. Auch du, müsst er bleiben. Er hat noch nicht alles erzählt. Ihr könnt losfahren! Darf er jetzt eigentlich für den Start da mit hinten hin oder nicht? Ja? Darf er für den Start jetzt da hinten mit hin oder nicht? Achso, er rennt da gerade schon hin. Mach du mal kurz. Wir müssen denn, wenn alle vorbei sind, hier rumgefahren sind alle, musst du ganz schnell hier wieder rüber. Wir gehen da rein oder so. Ja, wir gehen jetzt hier in den Kasten rein. Ja, hier bleibst du denn aber auch bitte hinter. Jo. Ja. Einmal Bremse lösen. Und wieder rauf auf die Bremse. Ja. Aber hier knallt es ja auch immer noch mal, deswegen. Ach, das ist scheiße, Alter. Ja, war ein schöner Einschlag. Haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun. Aber im Großen und Ganzen war das ein mega geiles Rennen. Ich war sehr begeistert. Es war halt auch mal was anderes. Wenn man sonst nur immer, ich sag jetzt mal, den normalen Ticketbetrieb hat, das Tagesgeschäft oder halt unsere IKM oder unser Clubrennen. Ja. Das ist mal eine schöne Abwechslung gewesen. Und wie gesagt, wie auch schon beschrieben, werde ich alle Beteiligten nochmal verlinken. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Guckt auch gerne mal bei denen vorbei.
Und ja, das war's dazu. Und wir hüpfen nochmal rein in eine nächste Mission. Und da befinden wir uns dann jetzt im normalen Ticketbetrieb wieder. Ja, schauen wir uns das an. Okay, dann andere Frage. Was bedeuten die gelben Lichter und was machst du dann? Wie bitte? Richtig. Und was noch? Ja gut. Wenn sie Glück haben, kommen sie ins Video. Genau. So, bei Grün geht's gleich los. Die ersten drei Cards, Blau geht jetzt los, dann 7, 6, 5 und zum Schluss die 4. Viel Spaß! Ampel ist noch nicht grün, ne. Wir sind als Drittes dran, ne? Du fährst, wenn die drei los sind. Drück du mal nur die Bremse durch. Okay. Jetzt kannst du wieder loslassen. Ja, sehr gut. Drück mal die Bremse. Ja, hab ich mir fast gedacht. Nimm mal Füße weg. Füße wegnehmen. So, und jetzt gehst du hier mit den Füßen ran, drückst jetzt mal die Bremse. Besser. Sehr gut. Bisschen kurze Beine gehabt. Ja, wie eben schon beschrieben, das ist jetzt das, was ich ja eigentlich jeden Tag mache. Passiert natürlich auch immer irgendwas Kurioses. Das ist das Schöne an diesem Job. Man weiß vorher nicht, wenn man zur Arbeit kommt, was mich da den ganzen Tag erwartet. Ja, und so sieht man halt jeden Tag immer irgendwas Neues und hat immer irgendwas Schönes zu erzählen. Und es ist auch cool, dass wir das jetzt mal teilen können. Gleich probiert man bei Grad 6, den gewohnt bei Gelb. Hat er gemacht schon, oder? Wir waren jetzt so langsam. Ja. Einige sind sogar stehen geblieben, das sagen wir denen gleich nochmal an. Ja, wir fahren übrigens nur 2x15, ne? Das weißt du, ne? Ja. Okay. Sehr gut, reicht schon. Einmal rechts lenken jetzt und Vollgas. Oh. Ei, ei, ei. Koordination null. Sechs, Bremse. Ja, zu meinem Job, seht ihr schon, gehört es auch immer wieder aufmerksam zu sein. Also stets aufmerksam zu sein. Und immer was einem auffällt, dann auch irgendwie immer wieder zu korrigieren, weil letztendlich geht es um die Sicherheit aller. Ja. Da ging es jetzt natürlich noch, aber hab mir dann vorgenommen, sicherheitshalber nochmal die Bremse nachzuziehen. Drei in die Beine zu kurz. Ich verstehe auch die Logik immer nicht. Alle wollen sie mal rechts vorbei, außen. Also wirklich. 6 müssen wir mal Bremse gucken, er hat nämlich keine mehr. Und bei 3 sind die Beine zu kurz. Ja, ich weiß, ich habe ja auch nochmal geguckt. Aber jetzt haben sie wahrscheinlich die Füße richtig gestellt. Eingeschlagen ist. Also, nee, der kam von da und ist da rüber gefahren. Der ist im Gegenverkehr gefahren. Ach so. Ja. Ja. Weiß auch nicht, was seine Mission war, wie er da jetzt wenden wollte. Nochmal gelb? So, weiter geht's. I help you. Musst immer gerade machen, dann geht das leichter, die Reifen. Ne? So, weiter geht's.
drei nicht nur zu kurze Beine, auch noch Gasbremse, glaube ich. Zumindest roch das so. Warte du mal kurz. Dein Kart stinkt schon ein bisschen. Du fährst immer Gasbremse. Du darfst immer nur ein Pedal drücken. Du standst jetzt schon wieder drauf, ne? Also wenn du Gas gibst, nur Gas geben und nur bremsen, okay? Weiterfahren. Ah, alles gut? Jetzt geht's weiter. Gib mal Gas, Junge! Starke Zeit, 1,57. Seitdem zum zweiten Mal hintereinander gestiegen. Echt? Ja. Und der Fahrer noch so gesagt, oh ja, tut mir leid, wenn man zweimal kommt, der ist gut. Ein einziges Wort. Aber beim nächsten Mal musst du ihn sogar aus dem Turn nehmen. Ja. Aber hast du ihm wenigstens noch eine Chance gegeben, weil manchmal gelb und dann, wenn die das nicht gleich sehen, dann ist jetzt auch nicht so. Mach mal gelb an, dann guck mal auf die 7. Da fährt sogar hinter jemanden. Kannst noch mal laufen. Also das kannst du gleich mal sagen, ist bei Gelb unmöglich eigentlich. Mach mal die schon. Die sind mir doch zu langsam. Ja, ein bisschen raucht es in der Gasbremse. Ja, ne? Muss ich auch sagen, ja. Und ich habe ihm das eben nochmal gesagt. Den legen wir aber gleich noch ein Kissen in den Rücken. Ja. Oh, ja. Wird ein lustiger Tag. 1,36. Naja, bleib mal. Was willst du machen? Naja, hier ist eine Spur. Da fährst du einfach hin. Ne, stopp. Ihr wollt ja noch mal fahren, oder nicht? Ja, ja. Ah, fährst jetzt hier an die Linie ran. Hinter die 2, ja. So, dann dürft ihr jetzt aussteigen. Und die Helme bleiben bitte in den Sitzschalen liegen. Ja, das übliche Problem. Wie geht der Helm auf? Da müsst ihr wohl jetzt alle im Leben mit dem Helm rumrennen. So, guckt ihr mal, da ist so ein rotes Benzel dran. Ja, wenn ihr den Helm jetzt abnehmt, könnt ihr mal gucken und da zieht ihr einfach nach unten und dann geht er auf. So, Helme einmal in die Karts legen und dann geht ihr nochmal nach oben, Pause machen. Und von Dustin kriegt ihr die Spitzenzeiten. Kleiner Tipp, bei Gelblicht, das machen wir ja nur an, wenn ein Hindernis auf der Strecke ist. Wenn ihr jetzt bei Gelblicht stehen bleibt, seid ihr das Hindernis. Das heißt, es bleibt die ganze Zeit gelb an. Ne? Das ist ja Quatsch. Deswegen, ihr könnt auch ruhig weiterfahren, aber nicht schnell halt. So, dann geht einmal nach oben, Pause machen. So, einmal die Box verlassen bitte. Dann holen wir euch gleich wieder und dann geht's weiter. Die 6, hier ist sie. Was haben die denn gestern gemacht, ey? Naja, eigentlich. Hat der noch Bremse? Aber auch nicht mehr so richtig, ne? Obwohl manchmal ist so ein Kindergarten auch eine Sekunde schneller als ein Evo. Kommt doch immer, wer drauf sitzt, an. Nee, aber ich meine, du hast echt manchmal Erwachsene, die fahren hier über eine Minute. Ach so, so meinst du, ja. Ne? Und dann das Kind fährt halt eine 55er und fährt da vorbei. Boah, ich habe deinen Sitz mal ein bisschen nach vorne geschoben, jetzt kam es auch besser an. Jetzt musst du auch nicht mehr beide Pedale drücken. Sollen Sie wieder langsam anfahren? Naja, dadurch, dass ihr die ganze Zeit langsam seid, ist es relativ egal. Danke.
Ja, ein bisschen aufziehen muss ich euch schon dürfen, ne? 50 Sekunden sind gleich. Ja, also die Reifen sind jetzt natürlich wieder abgekühlt, das stimmt. Ja? Aber ein bisschen schneller könnt ihr schon fahren auch. Ja? Aber denkt dran, dann auch vor der Kurve bremsen. Weil sonst wird so eine Kurve auch relativ schnell eng und dann landet ihr nur in der Wand. Kann man umschlagen? Wie umschlagen? Also. Überschlagen? Nee, kann man nicht. Also wenn ihr das schafft, kriegt ihr einen Preis. So, also wenn die Ampel gleich auf grün geht, fährt die Reihe zuerst los und dann ihr vier. Ja, das war's mit dem zweiten Teil. Aber keine Angst, das Video hätte eigentlich über eine Stunde gehen müssen. Ich habe es in zwei Hälften geteilt, also geht's übermorgen direkt weiter. Dann kommt nämlich dann schon der dritte Teil. Müsst ihr also auf den dritten jetzt gar nicht so lange warten wie auf den zweiten. Könnt ihr euch drauf freuen. Da geht's nämlich spektakulär weiter. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Für die, die noch nicht abonniert haben, ihr kennt das Spiel. Lasst natürlich ein Abo da. Ja, und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.